So, dann einen schönen guten Abend aus Österreich. Die Faustball-Weltmeisterschaften der Frauen U18 und Europameisterschaft der U21 finden hier statt. Und das Ganze startet am morgigen Mittwoch mit den Frauen. Die dürfen den Auftakt machen. Statt Jona, so wie es geplant war, ist es jetzt Grieskirchen geworden. Aber ich glaube, Ida Hollmann ist bei mir vom Frauennationalteam. Letztendlich ist völlig egal, wo man dann seine Weltmeisterschaft spielt, oder? Du sagst es. Vor allem ist hier so eine große Meisterschaft, 4 Meisterschaften gleichzeitig. Da wird eine riesige Kulisse zusammenkommen und ich denke, das wird nochmal einen guten Push geben bei den Spielen. Ja, für dich wahrscheinlich sowieso. Es ist das erste Mal, dass du im Frauenkader bist, nominiert worden von Silke Eber und Eva Krämer. Wie ist denn das so, wenn man dann neu im Team ist? Bekommt man dann besondere Aufgaben, die man machen muss? Muss man einen Einstand geben oder wird man ganz lieb aufgenommen? Nee, man wird ganz lieb aufgenommen. Also die Jüngste muss zwar Ballwart machen, aber da Luca ein paar Tage jünger ist als ich, habe ich gar keine schlimmen Aufgaben. Ich darf ganz normal Faustball spielen, anfeuern, die normalen Aufgaben. Man muss das nur richtig machen mit dem Alter, so dass sieht's aus. Noch jemand Jüngeres dabei ist. Wie ist das so jetzt, ja, generell hier mit dem Team? Ihr habt einen Vorbereitungslehrgang noch gemacht in La Kirchen. Ja, wie war der so? Was habt ihr so gemacht? Es gab ja nicht nur Faustball, was so anstand. Nee, wir hatten jeweils eine Trainingseinheit pro Tag. Die ging immer so um die 2 Stunden. Wir haben ein festes Aufwärmprogramm gemacht. Dann wurden Teams gebildet und wir haben noch gegeneinander gespielt. Und ansonsten gab es immer noch Zeit für freie Verfügung. Außerdem waren wir zum Beispiel am Attersee. Einen Tag waren wir wandern und auch an einem See. Ja, da gab es reichlich freie Zeit, Teambuilding-Zeit. Wir haben ein paar Tischtennis-Matches ausgespielt. Spikeball war auch dabei. Ja. Es ist einem nicht langweilig geworden. Auf keinen Fall. Das ist ja schon mal gut. Wie ist das so? Lenkt das auch so ein bisschen davon ab oder ist man schon in einer gewissen Weise auch nervös und aufgeregt vor so einem großen Turnier? Also Nervosität war tatsächlich noch nicht dabei. Ich glaube, die wurde ganz gut aufgefangen hier, weil man eben so viel Spaß auch miteinander hat. Ja, eher Freude jetzt, dass es losgehen kann und Nervosität war tatsächlich noch nicht dabei, aber die kommt morgen sicherlich. Ich wollte gerade sagen, wenn man dann doch beim Warmmachen ist und dann es aufs Feld geht zum ersten Mal gegen Chile, dann wird es interessant. Wir schauen gleich nochmal auf das Turnier, auf die Mannschaften, die dann noch gegen Deutschland antreten in der Vorrunde. Vorher, gute alte Bretthofer Tradition. Man kennt, wir sind bekannt natürlich für Gesellschaftsspiele im Bretthof. Spielen wir eine Runde. Das werde ich jetzt jeden Tag im WM-Talk machen. Man hat mir was vorbereitet und ich muss dazu sagen, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was für Fragen kommen, weil wir spielen gegeneinander. Ah. Ja. Was gibt es Schöneres? Du könntest im Vorteil sein, denn es geht um die Frauennationalmannschaft. So, und ich drehe mal die erste Frage um, die hier steht. Ah, guck, da steht schon alles richtig drauf. Dann wollen wir mal schauen. Wessen Lieblingsessen ist Milchreis, steht hier. Diese 4 gibt es zur Auswahl. Theresa Schröder, Henriette Schell, Eva Krämer und Michaela Grüwertz. Und wir müssen jetzt tippen, wer das denn sein könnte, wessen Lieblingsessen Milchreis ist. Möchtest du den Auftakt machen? Also eine kann ich definitiv ausschließen, das ist Terry, weil die isst sehr gerne Kartoffeln und ich glaube, Kartoffelbrei ist sozusagen ihre Leibesspeise. Schwierig, ne? Ich tippe Eva. Eva, sagst du? Gut, dann tippe ich drauf, ja, dass man ein Kalb sowas gerne isst. Ich tippe mal auf Henny. Und dann wollen wir mal schauen, ob überhaupt einer richtig liegt. Ich muss sagen, ich habe auch zwischen Henny und Eva gelegen. Guck so, und jetzt schauen wir mal, was draufsteht. Oh, die richtige Antwort ist Michi. Michaela Grüwertz, sie isst gerne Milchreis, weil es das einzige in ihrem Haushalt ist, was sie nicht selbst kochen muss. Oh. Ja, das Repertoire meines Freundes ist da sehr begrenzt, hat sie geschrieben. Ah. Gut. Also, das war ja ein Kennen richtiger wir beide Fehlstart. Das Team nicht so gut. Ja. Du bist ja auch neu, von daher. Ja. So, wir wechseln mal schnell. Zweite Frage. Wir zeigen schon mal die Personen, die in Frage kommen. Und wenn du mir jetzt hilfst und die Frage einmal umdrehst: Wer würde gerne mal nach Afrika reisen und dort eine Safari machen? Svenja Schröder, Silke Eber, Miriam Schuld oder Henrike Seitz?
Ich tippe D, Henrike Seitz. Weil du dir ganz sicher bist, na schön. Guck mal, eine Safari. Ich glaube, eure Physiotherapeutin Miri, die möchte auch gerne mal machen. Wer weiß, was die zu Hause sich jetzt denken, was die so tippen. Die können also gerne mitmachen. Und wir schauen mal, wer es denn wirklich ist. Svenja Schröder. Mann, sind wir Pfeifen. Ja, gut, da steht noch dazu, sie würde gerne einige Länder in Afrika kennenlernen. Da werden wir also nochmal eruieren, welche genau das sind, aber... Das werden wir eruieren. Ja, toll. Das war nix. Frage Nummer 3. Und jetzt wird's, glaube ich, musikalisch. Im Falle des WM-Titelgewinns, wer würde dann mit folgendem Song, mal gucken, ob das klappt... Die könnten es alle vier sein. Wir testen das... Oops, I did it again. Wer würde da feiern? Sonja Frommer, Henrike Seitz, Stefanie Dannecker oder Annalisa Aldinger? Da haben wir die vier. Oh, das würde wirklich zu allen vier passen. Vor allem, weil sie es auch zum nächsten Mal machen würden. Ich bleib bei Hinni. Das war jetzt Hinni. Du meinst, jetzt irgendwann muss sie drankommen? Jetzt ist sie es. Ah, ich würde auf Susi tippen. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht mal ein Erfolgserlebnis wäre schön, ne? Steffi Dannecker würde das machen. Ah ja, gut, wir werden das im Blick behalten. Falls ihr den WM-Titel gewinnt, dann würden wir mit der Kamera nochmal vorbeikommen, wenn der Song läuft und dann feiert Steffi. Wir haben noch eine letzte Chance, irgendwas richtig zu machen. Zeig die wieder um. Ja, das wäre super. Guck mal, oh, da steht ganz viel. Ritual. Wessen Ritual vor einem Spiel ist es, sich kurz vor Spielbeginn positive Situationen ins Gedächtnis zu rufen und sich bei Meisterschaften die Haare machen zu lassen? Sonja Frommer, Luca von Loh, Annalisa Aldinger oder Theresa Schröder? Der letzte Satz lässt mich darauf schließen, dass es Sonny ist. Wegen der Haare machen lassen? Ja, ich glaube, die lässt sich immer die Haare nochmal machen. Okay, gut. Ich tippe jetzt mal Luca von Loh, weil die kommt nämlich gleich noch. Jetzt guckst du schon so rüber. Deine Partner. Ja, wir wollen mal gucken. So, Antwort Nummer 4. Annalisa Aldinger. Na toll. Das war eine Nullnummer. Ich hoffe, die WM wird erfolgreicher als dieses Spiel. Richtig, ein paar mehr Punkte wären da schon ganz schön. Ida, dann sage ich vielen Dank, viel Erfolg bei der WM hier in Grieskirchen. Danke. Und dann darfst du jetzt sozusagen den fliegenden Wechsel machen. Das wird bei dieser WM dann auch immer sein. Ab morgen dann übrigens am Platz auch. Da werden wir dann ganz exklusiv die Eindrücke haben. Und dann sind nicht nur die Frauen, sondern auch die U18-Teams und die U21 dabei. So, Luca, jetzt hatte ich gehofft, dass du es bist. Du hast da so gegrinst, da dachte ich vielleicht. Ja, ich kann mir ja selber die Haare flechten. Ach so. Deswegen war das ja, weil ich bin ja immer einer der Mannschaftsfriseure. Echt? Okay, gibt's sowas? Ja, Ida und ich sind meistens die den meisten Leuten die Haare flechten müssen. Okay, also wenn die Zeit noch da ist, würde ich dann auch noch mal vorbeikommen. Auf jeden Fall, das kriegen wir. Das passt, sehr gut. Dann lass uns doch mal auf den morgigen Tag gucken. Es geht los gegen Chile. Erstes WM-Spiel, es ist auch deine erste Frauen-WM. Bei der EM hast du schon ein paar Erfahrungen gemacht, da war Chile jetzt noch nicht der Gegner. Und dann haben wir noch Österreich morgen und die Schweiz am Tag danach. Eine hammerharte Vorrundengruppe. Wie schwer wird's, wenn man gleich gegen so harte und starke Gegner antreten muss? Auf jeden Fall wird's hammerhart, dadurch, dass wir halt dann direkt in die Meisterschaft starten müssen. Wir haben keine Zeit, um irgendwie reinzukommen. Wir müssen direkt auf den Punkt unsere Leistung abrufen können. Aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden, weil wir uns jetzt wirklich gut aufeinander einspielen konnten in der Zeit in La Kirchen. Und ja, ich habe Lust auf die WM. Ja, das klingt gut. Wir haben jetzt die drei genannt. Das sind wahrscheinlich auch die am ehesten noch in Frage kommen, wenn es dann um den WM-Titel geht. Brasilien ist nicht mit dabei. Aber von den dreien, was meinst du, wer könnte da euch am gefährlichsten werden? Also es sind natürlich alles starke Gegner und die sind nicht zu unterschätzen. Aber ich denke schon, dass Österreich der
Top-Favorit quasi ist und das gegen Österreich die härteste Nummer wird, aber gegen die Schweiz und Chile wird natürlich auch nicht einfach. Genau, und die haben noch Heim-WM, die wollen mit Sicherheit Gas geben. Letztes Jahr, oder vor 3 Jahren, bei der letzten WM sind sie Vierter geworden, haben also auch noch eine Rechnung offen wahrscheinlich mit der Veranstaltung. Ja, dann lass uns nochmal kurz über das Team Deutschland sprechen. Wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, auch über die Zimmerduelle. Die Stimmung ist ganz gut im Team. Was macht euch so stark? Wir haben eine Siegesserie von 42 Spielen in Folge. Ja, was zeichnet euch aus? Also ich denke, zum einen zeichnet uns auf jeden Fall die Angreiferstärke aus. Unsere Angreifer haben alle einen super starken Bums, also die kommen mit einer Geschwindigkeit an, das ist der Hammer. Dann zeichnet uns zum anderen natürlich auch noch die Teamstärke aus. Also wir haben einen super großen Teamzusammenhalt, wir verstehen uns alle super gut. Es macht einfach super viel Spaß, zusammen zu spielen. Und dadurch können wir einfach richtig in diesen Spielflow reinkommen und uns richtig in die Spiele reinfinden. Ja, und das mit den harten Schlägen habe ich schon auf dem einen oder anderen Unterarm heute präsentiert bekommen. Die hauen wirklich ganz schön ordentlich rein. Ja, jetzt geht's morgen früh los, 11.30 Uhr. Was passiert bis dahin noch? Abendessen jetzt gleich, wenn ich euch entlasse. Und dann gibt es da einen Plan, den man verraten darf? Also, naja, wir haben jetzt noch Abendessen, dann sitzen wir wahrscheinlich noch gemeinsam irgendwie zusammen und quatschen. Dann geht's morgens mit dem Frühstück los und dann fahren wir gemeinsam zum Platz, machen das gemeinsame Warm-up und bereiten uns körperlich sowohl mental auf das Spiel vor. Und dann drücken wir alle die Daumen, auch zu Hause oder dann hier, wenn das klappt, mit einem guten Auftakt. Chile um 11.30 Uhr und um 17.30 Uhr dann das Spiel gegen Österreich. Entweder vor Ort hier in Grieskirchen oder dann über den Livestream auf faustball.tv. Viel Erfolg, Luca und Ida. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und morgen dann auch nach dem letzten Spiel Teil 2 von unserem WM-Talk. Schöne Grüße aus Österreich. Schöne Grüße auch von mir.